Willkommen bei Rick kocht. Ich bin Rick. Ja, jetzt ist es ja schon wieder so weit. So langsam steigen die Temperaturen. Und was ist nicht schöner, bei so einem schönen Wetter dann draußen auf der Terrasse zu sitzen und ein selbstgemachtes Eis zu essen. Und ich weiß, nicht jeder wirklich eine Eismaschine zu Hause hat. Ich auch nicht. Zeige ich euch, wie man innerhalb von, keine Ahnung, eine Minute Eis selber machen kann. Super gesund. Also kein Zucker, nix, gar nichts und wie gesagt, ohne Maschine. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eigentlich einfach nur Joghurt, am besten wäre ein griechischer Joghurt und ein bisschen TK-Früchte. Und dann fangen wir direkt an, dass wir unseren Joghurt nehmen und den hier einfach in so eine Maschine packen, die das dann alles so richtig schön klein häckselt. Dann kommen unsere kleinen Bärchen dazu. Hier habe ich jetzt einfach halt so ein Bärenmix genommen aus der Tiefkühltruhe. Und ja, was soll ich sagen? Das war's schon fast. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann wird die Maschine angeschmissen. Ja, jetzt habe ich das so circa, keine Ahnung, wie lange waren das? 20 Sekunden püriert oder so? Und es ist fertig. Ja. Kaum zu glauben. Ja, hier fällt ja schon alles auseinander. Und hier haben wir unser richtig geiles Eis. Also hier mal so richtig schön eisig. Und dann werde ich das hier jetzt gleich mal probieren. Oh, kalt. Aber also dadurch, dass so schöne Früchte drin sind, fällt das gar nicht auf, dass da gar kein Zucker drin ist. Das heißt, ihr habt hier halt richtig schön viel Frucht, Vitamine, ein bisschen Fruchtzucker und super geiles selbstgemachtes Eis. Also macht das nach. Diesmal war es mal ganz kurz. Wenn es euch das gefallen hat. Wenn dir das gefallen hat, so, jetzt habe ich's. Dann lass ein Gefällt mir da und ein Abonnement. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.